Hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brick a Break und ich habe mir heute was aus dem meiner Meinung nach besten Star Wars Spin-Off geschnappt. Nämlich hier den 75152 Imperial Assault Hover Tank von Rogue One aus dem Jahr 2016 mit knapp 370 Teilen und drei Figuren. Ich lege ihn mal ganz kurz hierher. Ich zeige euch einmal die Box. Rogue One Design, Rückseite, alles klar, so wie immer. Wir haben eine Anleitung, die bei der Teileanzahl übersichtlich dünn ist, mit 72 Seiten und einen Mahnmal für Lego-Apps hinten drin. Ich habe Angst, ob der Liebherr-Bagger heuer bei Control Plus rausfliegt, aber das ist eine andere Geschichte für ein anderes Video. Dann zeige ich euch hier mal die Figuren. Wie gesagt, Rogue One, deshalb sind natürlich auch die Figuren von Rogue One. Super wäre es, wenn der Fokus sie einfängt. Alle drei Figuren sind set-exklusiv. Die beiden hier sind zweimal ident. Das sind die Piloten des Hovertanks. Und hier haben wir einmal Giroud. Mit dem Nachnamen tue ich mir ein bisschen schwer, deshalb lasse ich es einfach mal bei Giroud. Ja, der Print ist super, gefällt mir gut. Das gleiche gilt für den Mold hier von den Helmen. Mal schauen, welches Gesicht die drunter haben. Dann nehme ich den mal ab. Und der Kollege hier hat noch ein Wendegesicht. Die Knarre hier finde ich geil. Also hier diese Armbrust-Axt-Ding, was mir gerade aus der Hand fliegt. Zeige ich euch noch mal kurz genauer, aber hier mal das Rückgesicht, also das Wendegesicht, die Rückseite, Fokus drauf, jupp, kann man glaube ich schön erkennen. Also könnt ihr noch den Stab in die Hand drücken oder alternativ eben hier diese Knarre und die finde ich super. Simpel, aber cool, gefällt mir gut. Damit hätten wir die Figuren auch abgehakt, die sind übrigens gar nicht so teuer, also insgesamt rechnet so zwischen 15 und 17 Euro, also kriegt ihr für Set-exklusive Figuren für eigentlich in der Lego-Welt mit Star Wars Lizenz relativ wenig Geld, würde ich mal sagen. 15 Euro für Figuren ist immer noch viel. Ich meine, das Set hat damals UVP 40 Euro, doch 40 Euro gekostet. Mittlerweile liegen wir bei Bricklink gebraucht bei 33 und neu bei 45, glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. So, wo ist mein Zollstock? Hier, ich muss mich weiter. Ah, ich muss mich strecken. Das lag weiter drüben auf der Ablage. Mehr brauche ich es auch nicht ausklappen. So. Wir haben hier eine Länge von knapp, ne, sag mal, sind wir großzügig, oder? Ne, 20 cm, 20,5. Größer wird es nicht. Hier haben wir 14,5 in der Breite und in der Höhe hier, das Corpus Delicti an sich sind wir so bei 7 und hier mit dem Blaster, ja, so bei 9 in etwa. Übersichtlich für die 370 Teile eben, ich zeige ihn euch mal aus der Nähe, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Und auch hier sollte der Fokus bestenfalls drauf gehen, was ja so hoffe oder denke ich. Doch, er tut's wunderbar. Also hier mal Seitenansicht. Also von der Seite, es sieht schon aus wie ein Panzer. Also allein hier, das ist so eine typische Kettenform. Haben sie aber gut umgesetzt. Sieht im Film cool aus, passt hier auch wunderbar dazu. Und mit der Bautechnik ist das auch ganz gut gelöst. Ich zeige sie euch gleich. Hier nochmal von allen Seiten, eben noch einmal von oben. Und noch einmal von unten, das seht ihr schon hier, die Walzen, auf denen das Ding läuft. Denn es rollt hier graziös über den Tisch und fliegt fast hinunter. Sollte aufpassen hier. Aber ich finde es cool. Ist ein nettes kleines Gefährt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür gezahlt habe. Ich glaube so 30 Euro, 32, 33 Euro. Dafür ist es ein guter Deal, denke ich. Also, was können wir alles machen? Wir können hinten mal diese orangene Box, die farblich sehr raussticht, aber es ist ja auch im Film so der Fall. Die können wir hinten runternehmen. Das sind ein paar Jumper Plates, da könnt ihr die drauf befestigen. Auch diese Box lässt sich öffnen und darin befindet sich noch ein standardmäßiges Fernglas. Ich halte es mal in die Kamera. Kennt man aus vielen Star Wars Sets und auch aus anderen Sets. Und das hier ist die Box an sich. Also es wird auch hier mit Jumper Plates wird es einfach raufgeklipst und das hält. Im Film, glaube ich, sind es, jetzt muss ich nachdenken, Kyberkristall? Im Zweifel waren es Kyberkristalle, die im Film damit transportiert wurden. Das war für einen Todessternlaser, glaube ich, irgendwie. Ich finde den Film cool, aber dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist schon wieder ein Zeitalter her. Also seht mir das bitte nach, wenn ich nicht mehr genau weiß, was da drin war. Den Panzer, wie gesagt, finde ich cool. Und er hat mehrere Funktionen. Die finde ich super. Ich fange mal, wo fangen wir an? Ich zeige euch hier mal die Bewaffnung. Also wir haben hier vorne die Kanone und auf der Seite die beiden. Die in der Mitte können wir nicht bewegen. Die hier allerdings schon, sind um 360 Grad frei schwenkbar. Das gleiche trifft auch auf die andere zu. Cool gelöst, passt. Wir haben hier ein Zahnrad, das tatsächlich eine Funktion erfüllt.
nämlich, also ihr seht das Zahnrad hier und ihr seht unten auch hier die Spring-Loaded Shooter irgendwo da. Und darunter müsstet ihr noch was sehen. Hier vorne, so. Fällt da Licht drauf? Doch, ihr seht's. Die Spring-Loaded Shooter eben. Wenn ich da jetzt am Zahnrad drehe, wird innen drin ein, wo ist der jetzt? Ein Liftarm runtergedrückt. Ein Liftarm mit auf einer Seite Pin-Aufnahme, auf der anderen Seite Kreuzachsaufnahme. Also ein zwei Noppen langer Liftarm. Und wenn ich das jetzt runterdrücke, wird der Spring-Loaded Shooter ausgelöst und das Ding knallt voll gegen die Wand oder auf wen auch immer ihr gerade zielt. Nicht auf Menschen oder Tiere, bitte. Und funktioniert echt gut. Sind die hier dabei? Als Ersatz ist noch ein dritter dabei. Das haben wir insgesamt drei Stück Munition, die wir verschießen können. Schuss ist ein gutes Stichwort. Wir haben hier oben noch einen normalen Blaster. Hier gibt es ansonsten keine Stud-Shooter. Das ist löblich. Das gefällt mir gut. Wir können jetzt hier eine Figur nehmen. Ihr seht hier der 1x1-Blade. Da könnt ihr den raufstellen. Damit kann man den auch ein bisschen drehen. Hat der mehr Bewegungsfreiheit hier oben ist in der Schützenposition. Natürlich, wenn das Piloten sind, müssen die irgendwo ins Innere. Deshalb kann ich das hier aufklappen. Nicht nur, dass ich die Klappe öffnen kann, kann auch hier vorne diese Klappe öffnen. Dann könnt ihr da mal einen Blick reinwerfen, wie das Cockpit so aussieht. Auch jetzt von oben nochmal. Also da haben die beiden Platz. Die passen beide rein. Ich habe das auch mal ausprobiert. Also passt super, dass man hier beide noch mit reinnehmen kann. Dann hier vorne wollte ich euch die Bauchtechnik noch zeigen. Dazu nehme ich das mal ab, so, ohne es auseinanderzureißen. Das funktioniert da gar nicht. Ich glaube, ich nehme den hinteren, das sieht besser aus, so. Zwei Pin-Aufnahmen halten das Ganze. Fokus, genau. Soviel zum Thema, genau. Fokus, hier bleiben, hier vorne, genau. Die halten das Ding und welches Ding? Dieses Ding hier. Das wird davon gehalten, wird einzeln gebaut in diesen Schichten, schaut so ein bisschen aus wie so ein Kühlgitter, finde ich super umgesetzt, passt. Ihr hört schon, ich bin mit dem Set relativ zufrieden, also für die 40 Euro fand ich ein bisschen zu teuer, warum kriege ich es nicht mehr rauf? Hallo, was mache ich gerade falsch? So, funktioniert. Also, 40 Euro, dafür fand ich es zu teuer, ab 35, 30 kann man es bedenkenlos mitnehmen, beziehungsweise konnte man es, ist ja schon länger vom Markt. Ich würde es euch empfehlen, holt es gebraucht, weil ich glaube, da 45 Euro neu auszugeben, lohnt sich nicht wirklich. Aber so von der Technik finde ich es ganz nett. Umgesetzt ist es auch gut. Wir haben hier ein paar Tannfarben, die ich nicht unbedingt drin gebraucht hätte. Aber ansonsten, hier das rutscht gut, auch auf dem glatten Tisch. Funktioniert das einwandfrei, muss ich sagen. Und mir gefällt die Form, mir gefällt die Funktionen und mir gefallen die Figuren. Von dem her passt das für mich. Schreibt mir eure Meinung gern unten in die Kommentare. Für heute war es das. Ich habe euch das kleine Ding vorgestellt. Viel gibt es ja nicht zu zeigen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dorthin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss und Servus, euer Luca von Brick-A-Brack. Ciao.